Hallo, der Titel meiner heutigen Lesung lautet: Es kommt die Zeit. Es kommt die Zeit, da werde ich wieder eine Beziehung auf Augenhöhe führen, auch wenn ich dich erneut um eine Kopflänge überragen sollte. Es kommt die Zeit, da werde ich dich nur anschauen und instinktiv spüren, dass uns nichts und niemand auseinanderbringen kann, da wir beide ja sind füreinander bestimmt. Es kommt die Zeit, da wird mir kein Weg mehr zu beschwerlich sein, zu weit, da wir ihn ja gehen gemeinsam, zu zweit. Es kommt die Zeit, da werde ich wieder ernst gemeinte Komplimente sowie kleine symbolträchtige Präsente machen können, um meiner Liebsten zu zeigen, wie sehr ich sie mag und weiß zu schätzen. Es kommt die Zeit, da werde ich wieder Bauklötze staunen und meiner Liebsten damit die herrlichsten Luftschlösser bauen können, die sich nur denken lassen. Es kommt die Zeit, da werde ich wieder von einer Frau so sehr fasziniert sein, dass ich mit ihr ein glückliches und erfülltes Leben in unserer eigenen Märchenwelt führen kann. Es kommt die Zeit, da werde ich meiner Liebsten ein liebevolles Lächeln aufs Gesicht zaubern, sobald sie mich nur anblickt. Es kommt die Zeit, da gibt mir meine Liebste wieder Rätsel auf. Da werde ich wieder alles daran setzen, hinter deren Geheimnisse zu schauen. Es kommt die Zeit, da liebe ich wieder so heiß und innig, dass es mir jedes Mal Höllenqualen bereitet, wenn wir voneinander getrennt. Es kommt die Zeit, da lassen wir erst wieder voneinander ab, nachdem wir beide uns gegenseitig gesetzt haben. Schachmatt. Es kommt die Zeit, da werde ich meiner Liebsten wieder eine Stütze sein in allen Lebenslagen und sie halten, wenn sie plagt irgendein Kummer. Und es kommt die Zeit, da werde ich mit meiner Liebsten wieder feiern ein berauschendes Fest, wenn uns der Sommerregen auf einen unserer ausgiebigen Waldspaziergänge hat völlig durchnässt. Vielen Dank für euer geschätztes Interesse.